ein Fackelbus. Diese Busse in Roma sind die Leute mit Hermoni. Pasta Pizza. Wir suchen jetzt das typisch-römische Gericht. Porchetta. So, und jetzt fährt der Bus. Ach, guck mal, da ist so ein Aquädukt, was sich durch die ganze Stadt zieht. Die Überreste von 5000 Kilometer Wasser weg. Vatikan, 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 ganz voll. Kennen wir. Museum ganz voll, kennen wir auch. Haben wir jetzt die Nase voll, fahren wir jetzt über schöne Brücke. Fahren wir schon drittes Mal über schöne Brücke. Entweder laufen wir ein Stück oder wir fahren nochmal mit dem Bus ein. Wir steigen jetzt hier aus. Okay, ich muss aufhören. Wir steigen aus. Wir sind ausgestiegen, dann machen wir jetzt weiter. Hier haben wir schöne Brücke. Und das ist der Tiber, dreckig, finde ich. Und da sind so ein paar alte römischen Kamellen reingefallen. Aber eigentlich, Moment, ist das Wasser grün. Was ja nicht schlecht sein muss. Aber da sind auch jede Menge Kloschars unter der Brücke, ne? Okay, weiter gehen wir. Weiter gehen wir. Wir besuchen immer die Paola. Ja. Bei der Paola kennt man uns aus, da kaufen wir ein. Da gehen wir jetzt bei gleich Schweinebraten Paola essen. Im Haus, da kennen wir uns aus. Wir müssen den Römern sagen, wo man römisches Essen essen kann. So. Wir hatten einen herrlichen Morgen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Heiß. Schön. Heiß. Vatikan. Jetzt fahren wir gleich ins Hotel, was wir gegessen haben. Guck mal, wie schön der Tiber ist. Oder auch nicht. Da sitzen die Leute, die keine Wohnung haben. Die aufsitzen, da fragt uns keiner mehr. So, das ist jetzt mal die Engelsburg bei Tag. Bei Paola. Wir müssen noch mal diese römischen Häuser so ein bisschen aufnehmen.
von Lucy. Was ist denn jetzt los? Okay. Der Kurbus. Oder auch nicht. Schön, ne? Es ist schon immer schön. Was machen wir da? Wir haben uns da ist noch. Würde das einfach ganz, sagen wir mal. Irgendwann kommt auch unsere Kirche. Ja, das dauert ja noch. Davon werden wir schon dreimal erschlagen. Ich bin aufgeladen, bevor wir ins Kolosseum gehen. Ja. Oh, gleich geht's wieder. Warte, 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 warte. Täglicher Weg. Oh, täglichen Weg. Ups, halt. Was? Unser tägliche Hämorrhoiden-Shampoo geht uns. Wenn das genauso ein Reinfall wird, dann kriegt Get Your Guide von mir gleich die entsprechende Nachricht. Weil das war nicht so simpel heute. Geht da. Was ist da oben eigentlich? Wo? Für den Palast? Wo ist das? Da, ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst auf dem Berg? Ja. Das könnte dieser Aussichtsturm sein. Das könnte der Aussichtsturm sein. Das könnte der Berg. Gio. Nein, der war doch da vorne. Der war doch in der Nähe des Vatikans. Das machst du nicht ganz. Nein, nein, nein. Da, wo wir durch unseren Park gehen müssen. Das machst du mich ganz. Wie diese Gewehre auf den Kirmes. Ja. Das ist auch wieder so ein Kirmes, eine alte Mitte. Unmöglich.
werde ich wohl auch alles schnell durchlaufen machen. Die doppelte Geschwindigkeit, dreifache Geschwindigkeit, Rasenberg, zurück ins Hotel. Und dann so, ist das jetzt groß, das ist die Kirche. Ja. Okay, du musst drücken. Ne? Ich muss dich drücken. Hm, ja, aber der Bonnet, der wird ja nicht an. Oh, schau mal die schönen Mülltonnen. Herrlich. Das sieht so aus. Oh, ja. Wie viel Dreck haben wir denn da? Was sind wir denn sonst? Lalalala. Oh, ich glaube, die Glocke ist mir dann entsorgt. Ah, nee, alles gut. Ich fahre richtig. Oh Gott, das ist ja nicht. Ich will aber langsam da sein. Ja, du kannst mal langsam hier auffahren und dich zum Drücken bereiten. Con otro San Pablo.